Bora mit Blautakis ist so genial. Was? Was ist das? Und wer ist das? Da. Okay. Was zur Hölle? Okay. Seid ihr bereit für Massenmord? Ich bin gar nicht böse. Hi, kann ich mit dir reden? Na, was geht? Nicht so viel, ne? Ach ja, jetzt greift er an, oder was? Gott. Guten Abend, bin endlich auch im Stream. Finde deine Videos echt cool. Super, dankeschön. Und die letzte Horde kommt. So, erledigt. Da oben stehen auch noch welche. Kann ich mich an die ranziehen? Meint ihr, das geht? Jo. Nein, nicht poppen. Okay, Kiste. Große Kiste. War das Hexenverbrechen? Ich habe keine Ahnung. Hallo Marcel. Hallo. So. Da unten. Der ist runtergefallen. Den holen wir uns auch noch schnell, oder? Tschüss. So, alle tot. Du bist gerettet. Du bist gerettet. My power will shred this land to dust. And nobody can stop me. Das ist eine Hexe. I'm deaf. Incarnate! Was? Sag mal, was hast du da gesagt? Wer hat was gesagt? Ich habe auch Angst. Ah, da sind sie, der Hoverboots. Geil! Ah, schön. Und jetzt links sein, ja. Man kriegt meine Albträume. Kannst du das bitte kurz übersetzen? Ich verstehe nicht viel Englisch. Ja, keine Ahnung, sie ist irgendwie, sie wird die Welt regieren, überrennen und sie ist die Reinkarnation des Todes, irgendwie sowas, ne? Die Wiedergeburt vom Toten, keine Ahnung, die Welt wird sie beherrschen, irgendwie sowas hat sie gesagt. Ganz strange, also sie ist auf jeden Fall irgendeine, die angebetet wurde, eine Hexe oder sowas. Oder ein Zombie-Beschwörer, wer weiß. Keine Ahnung. Ja, lieber Alcazar, was ist denn da los, ne? Ich sterbe nicht, geil, oder? Also irgendwas mit Inkarnation des Todes habe ich verstanden, ja? Genau. Ah, so. Wir machen hier nochmal ein bisschen Feuer, Feuer. Gleich Death. Also ich habe mir sowieso auch gedacht, wir spielen irgendwann mal einen Randomizer oder allgemein irgendein krasses Projekt und dann machen wir mal Dry Hearts Run. Genau, ein Dry Hearts Run und das mit Death Wheel. Das wäre, glaube ich, geil. Oder Nekromantie. Ja, Nekromantie kann auch sein. Was in dem Spiel auf Englisch ist, kannst du das übersetzen, weil ich verstehe nicht so groß Englisch, das wäre cool. Ich versuche sowieso, mein Englisch ist aber auch nicht das Beste. Mein Englisch ist auch nicht das Allerbeste. So, hier gibt es auf jeden Fall auch noch eine Kiste, aber da brauchen wir wahrscheinlich im Endeffekt das Spielschild. Und ich weiß halt auch nicht, inwiefern wir jetzt hier noch weitermachen sollten. Was meinten ihr? Ich habe schon mal von Ship of Hakinian gehört, ja. Kannst du ja so selber ein bisschen modden und sieht auch echt cool aus. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal zocken. Celeboy should start to speak English only. My English is not yellow from the egg. Ich glaube... Oder was meinten ihr, Leute? Wollen wir das an dem Punkt hier beenden und wir gehen jetzt wieder in den Schattentempel mit den Hoverboots? Was meint dann? Da oben ist eine Skuldi. Neulich ist jetzt sogar Majora dabei. Okay, krass. Guck mal, da ist eine Fackel oben drauf. Die kann ich anzünden. Was passiert denn da?
Ja, erst Schattentempel, sure why not, das Beste kommt immer zum Schluss. Ich meine, wir brauchen ja sowieso das Spiegelschild, um hier abzuschließen. Okay, da haben wir jetzt noch eine Kiste geholt, die ist jetzt da oben, oder? Oh Gott. Ist sie da oben? Ne, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Haha. Und da ist auch noch ein Kristall dran, oder? Sieht so aus. Wieso der neuliche Wandel? Sind wieder die Leute mit dem weißen Kittel, der bunten Auto und der Jacke, die man hinten zugeknöpft hat, hinter dir her? Was? Also ich würde sagen, ich versuche mal noch den Raum hier zu clearen, damit wir dann hier quasi einen fixen Punkt haben und fertig sind. Und dann, wenn wir wieder hierher kommen, wissen wir, der Raum ist abgeschlossen und wir müssen dann einfach nur noch weitergehen. So, da ist auch eine Schatzkiste. Das sollte doch funktionieren. Jo. Hat es. So, sehr schön. Kleiner Schlüssel. Das freut mich doch. Dann würde ich sagen, wir töten erstmal alles hier. So, dann haben wir hier noch den. Ich hasse die drei kleinen. Sind so nervig. Magie nehmen wir mit. Ja. Hi. Mist. Ist einfach weggerannt, der Kleine. Komm her. So, sehr schön. Sind die auch tot? Aber hier fleucht auf jeden Fall noch mehr rum. Kaffee finde ich allgemein zum Wegrennen. Das ist sehr schade, TJ. Kaffee ist sowas Leckeres. Ist halt ein Genussmittel und sollte man halt auch mit Vorsicht genießen. Ich hatte auch schon Tage, da habe ich echt zu viel Kaffee getrunken. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man zu viel Kaffee trinkt, also allgemein zu viel Koffein hat, dann geht es einem halt echt nicht gut. Oh shit. Ey, nein! Was ist denn jetzt los? Okay, ich weiche einmal aus. Seid ihr wieder weg? Jens, danke. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend, dass du gut wieder geholfen hast. Vielen Dank dafür und schönes Wochenende noch. So. Erstmal einen Schluck Kaffee, genau. Ne, erstmal einen Schluck Wasser. Kaffee ist unnötig, auch wenn er es besser hat als der Tee, weil Kaffee kann sich setzen. Tee muss ziehen. Ja, ich weiß, es ist besser, wenn man richtig schön ausgeschlafen ist und bla und so, aber Kaffee ist auch ein geiles Genussmittel. Warum ist denn da jetzt eigentlich das Ding da runtergefallen? Und brauche ich jetzt auch wieder eine Kiste? Hab das Gefühl, das Projekt läuft schon eine halbe Ewigkeit. Der ist ja auch ein Monsterprojekt. Und vor allem ein richtig schweres. Denk mal, wenn wir das mit den Toten nicht hätten, mit dem Death Wheel, dann wären wir wahrscheinlich schon fertig. Macht's halt schwieriger, ne? Wenn ihr euch an die Zeit erinnert, wo wir in der Höhle waren, in der Eishöhle, das war halt echt hart. So, komme ich da rüber? Frage. Jo, geil. Saugeil. März 2025. Chris besiegt Ganondorf. Okay, 5 Rubine. So, der eine ist noch nicht echt, oder? Genau. Und den anderen schieben wir jetzt da runter. Und dann können wir wahrscheinlich da drüben die Tür noch aufmachen. Ah, warte mal, ein Stück muss ich noch. Hab vor 4 bis 11 Jahren Kaffee mit viel Milch getrunken.
Und dann wollte ich keinen Kaffee mehr. Okay. Hä, wie kann ich mir das vorstellen? So ein Tropfen Kaffee. Und dann kannst du das so voll mit Milch. Jetzt geht die Tür oben auf. Ja, keine Ahnung, ob ich da hin muss. I don't know. So. Also wir haben einen Schlüssel. Wir könnten halt theoretisch auch da oben rein, ne? Wir können jetzt aber auch da rein und da oben. Ich würde aber sagen, das war gerade das Schwierigste, da das drauf zu schieben. Dementsprechend, ich würde mal hier lang gehen erstmal. Okay. Ah, das ist der Raum, den hasse ich ja auch, gell, wie die Pest. Was ist denn das? Ah, wisst ihr was? Komm. Ich glaube, es wird Zeit für einen Schattentempel. Nee. Wir machen Schattentempel. Let's go. Ich will jetzt hier nicht... Ja, ich weiß. Eva, ich will jetzt aber hier nicht rumprobieren und dann stehe ich irgendwo vor einer Tür und brauche sowieso das Spiegelschild, weißt du? Deswegen, ich gehe jetzt gleich. Nicht aus der Affäre ziehen. Ja, aber es ist einfach sinnvoll, das jetzt zu machen. Es ist einfach sinnvoll, das jetzt zu machen. Weil wenn ich, es ist einfach so, wenn ich jetzt mich jetzt hier richtig rein versetze in diesen Tempel, ne, und dann brauche ich auf einmal Spielschild. Dann habe ich ja auch nichts gekonnt, dann ist ja die Zeit einfach sinnlos verschwendet worden. Und ich habe jetzt hier alles, um weiterzukommen. Hoffe ich. Mach das, was dein Herz begehrt, Ariana. Mache ich. So, guck mal, ja, geht nämlich weiter. Samsara, Salihallo, schön, dass du da bist, wie geht's? Stell dir gerade mein enttäuschtes Gesicht vor. Ah ja, ist halt so. Yay! Okay, was macht das? Tür geht auf. Alles klar. Kriegt man die Squidie da oben irgendwie? Hä? Da. So, zack. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Ich geb's auf. Turbo-Starris, ja. So, 114. Hey, läuft ganz gut, ne? So, Schlüsselhammer? Was ist das für ein Raum? Was hat das gerade gemacht? Okay, da geht die Tür auf. Zwei Kannen Kaffee pro Tag trinkst du doch, oder? Nee, zwei Kannen nicht, aber zwei bis drei Tassen. Zwei Kannen nicht, nee. Aber dafür relativ stark. Ein kalter Wind weht. okay. Also es geht eigentlich nur hier lang. Alles andere geht gerade nicht. Denke ich zumindest. Okay. Also ich glaube tatsächlich, wir könnten hier bald unseren Tod finden in dem Dungeon. Aua. So, eins. Schatzkiste. Pass auf die stacheligen Dinge auf dem Boden auf. Ach nee. So, zack. Nein, nein. Vor allem der vierfache Sensenmann, ne? Das Rad muss gedreht werden. Code? Was für Code? Ja. Mal, du lässt dich ja Link richtig leiden. Klar, Verstümmelung. Wir alle lieben sie. Was denn für ein Code? Was für ein Code?
Das Rad muss gedreht werden. Ich werde ignoriert. Dreh nicht vergessen. Tempel wurde betreten. Oh. You're right. You're right, you're right. So, zack. Kein Schild. Ja, oh, okay. Das ist okay. Das ist okay. Sorry. So, warte mal, dem mache ich einen Rückwärtssalto. Okay, Tür ist aufgegangen. Beide Türen sind aufgegangen. Und Skuldi. Boah, warum immer so langweilige Sachen? Was meinst du mit langweilige Sachen? Mit Drehen? Ach so. Was ist denn eine spannende Sache, Ariana? So, you found the dungeon map. Okay. Das war doch Absicht, Chris. Was war Absicht? Okay. Der Raum ist fertig, hätte ich gesagt. In einem Raum, wo alles rotiert, versteckt er das Drehen. Ja, sorry. Konzentration und so. So, hier ist auch nichts weiter. Da komme ich direkt durch. Da ist... Okay. Das ist schon wieder ganz komisch, der Raum. Äh, 30 Minuten haben wir, glaube ich, oder? Das Schiff ist nicht da. Da ist eine Tür. Mit Auge zuspielen wäre cool. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Hier kann ich eine Milch trinken. Da oben ist gar nichts, ne? Ich könnte mich wahrscheinlich da so lang hangeln, aber ich glaube, ich werde erstmal durch die Tür da gehen. Aber echt eine gute Strafe. Bei Deathwheel, Mod nicht innerhalb von 6 Sekunden antworten plus 5 Minuten. Ja, manchmal geht's einfach nicht. Ist halt einfach so. Du musst auf der Kuh fliegen. Nimm die Kuh mit. Reite auf der Kuh. Ach komm. So. Schatzkiste. Ich will auch nochmal drehen. Voll frei. Das ist eklig. Wer braucht Rooms, wenn die Kuh da ist? Okay. Keine Schultertasten benutzen. Das kann eklig sein, Leute. Das ist doch toll. Ja, danke, Ariana. Das ist anstrengend. So, weiter geht's. Wir laufen hier irgendwie rückwärts durch die Räume, ne? Unsichtbares ist hier nicht mehr weiter. Okay, ich wollte noch mal kurz abchecken. Das ist so wie die Strafe von eben. Kein Schild benutzen. Nee, das ist schlimmer, Gorgando. Das ist viel schlimmer. Weil ich darf auch nicht Fokus machen. Gott, was ist denn hier los? Ich kann weder, ich darf weder anvisieren. Oh shit, oh Gott. Da ist auch eine Skulti. Alter, was ist denn hier los? Also ich darf nicht anvisieren. Ich kann meine Kamera nicht zentrieren. Das ist viel, viel schlimmer, Gorgando. Gut, ich bin echt froh, dass wir diese Skuldi haben. Ansonsten war es das hier erstmal, oder? Ich bin gleich tot. Achso, ich trinke mal eine Milch. Ich hab doch Milch. Ich hab mich ja gerade befreit davon. Ja, wenigstens darfst du jetzt die Milch trinken, genau. Nee, in die Augen schießen geht, glaube ich, nicht. Da passiert nichts. So. Aber was mache ich jetzt?
Aua. Hä? Du musst auch rückwärts, um von der anderen Seite zu dem Gitter, genau. Die Frage ist jetzt halt nur... Ach, Mann, ey. Schrecklich. Da meint er, ich muss irgendwo in ein Auge reinschießen. Probier's mal. Normalerweise passiert aber nichts. Nö. Da oben ist noch eine Skulti. Aber da komme ich auch nicht hoch. Hä? Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Vielleicht gibt es auf der anderen Seite auch noch eine Skulti. Da würde ich gleich mal mit einer Schultertaste hinschauen. Ich kann ja zum Glück... Zum Glück kann ich ja noch den machen. Aber das ist halt auch alles, was ich noch machen kann. Hä, was soll ich denn machen? Ich habe keinen Schlüssel. Ja, das ist, nicht so. Okay. Kannst du dich an den Holzbalken in der Decke... Ach so, klar. Stimmt, das geht ja. Waren da Holzbalken? Ah. Danke. Ja, klar geht das. Die Frage ist, ich habe nur das kurze Ding, ne? Ich habe nur die Ne, warte mal, habe ich da mittlerweile das lange? Ne. Immer noch das kurze, aber das funktioniert. Super, danke TJ.